So, herzlich willkommen in dieses Kunstkantine. Heute unsere 61. Ausstellung mit Detlef E. Aderholt. Ja, in den 8 Jahren in Hamburg Hafen City. Wir sind sehr stolz, dass er bei uns ist. Er ist weltweit schon bekannt und hat schon überall Ausstellungen gemacht und unter anderem auch in Venedig Ausstellungen gemacht. Ja, heute unter anderem Aspekt wird ihr auch nachher vielleicht auch live mitbekommen. Wegen der aktuellen Situation machen wir heute eine Vernissage, das allererste Mal seit 8 Jahren ohne Publikum, ohne Freunde der Kunstkantine, leider. Aber wir haben natürlich, wir gehen mit der Zeit und wir werden trotzdem unsere Ausstellung machen, unsere Vernissagen machen mit Detlef E. Aderholt, wo er heute Abend hier ist. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Detlef, freue mich auch, hier zu sein. Schön, dass du bei uns bist. Und wir sind ja stolz, dass du bei uns bist. Du hast ja auf der ganzen Welt Ausstellungen gemacht und auch in Venedig, habe ich gehört. Ja. Und jetzt in Hafen City in dieses Kunstkantine. Ja. Ja, super. Ganz toll. Ich freu mich auch. Wir werden das schon machen, auch ohne Publikum, aber wir werden das natürlich auch mal publizieren, dass man dich natürlich auch überall sieht. Und die Bilder sind ja da, das sieht man ja auch schon, sieht ja fantastisch aus. Und also ganz, ganz tolle Kunstwerke hast du. Erzähl mal ein bisschen von dir jetzt. Also seit wann bist du Künstler? Wie bist du zur Kunst gekommen? Das ist immer so interessant für meine Kunstfreunde und Künstler. Also ich habe ungefähr mit 16 angefangen zu zeichnen, da hatte ich da Personen gezeichnet, manchmal ein bisschen so comicartig oder ein bisschen naturalistisch. Das war so der Anfang, dann nachher mit anderen Möglichkeiten versucht zu arbeiten und auch mit Acryl. Meine Eltern hatten mir da Ölfarben geschenkt und da habe ich angefangen. Aber da habe ich dann früh gemerkt, da muss man ja auch ein bisschen Geduld haben. Wenn man sowas konzipiert und fängt da an, dann kann man nicht sofort weiter oder dann verschmiert das und so. Das merkte ich, das war nicht so mein Medium. Ja. Dann bin ich wieder auf Buntstifte gegangen und habe da viele Sachen gemalt, hatte da ganze Mappen zusammen und dann war irgendwo für mich klar, ich wollte dann zur Kunstakademie gehen. Ich hatte dann vorher 4 Jahre auf der Werft gearbeitet in Bremen, Bremer Vulkan. Und dann hätte ich auch da anfangen können. Und dann kam ein Kollege, mit dem ich da zusammen gelernt hatte, der sagte, Mensch, da gibt es eine Möglichkeit, man kann Abitur machen. Und da dachte ich, Mensch, Abitur wäre auch nicht schlecht, kannst du danach noch Kunst studieren. Ja. Das gemacht. Und dann hatte wieder ein anderer Freund, der hatte eine Beziehung zu einem Dozenten, der damals noch Dozent war, Freier von Harsdorf, der jetzt dann zum Schluss Professor war, weil das wurde dann von der Kunstakademie über das Uni. Ja. Und der hat dann ein Treffen vermittelt und hat gesagt, hier, du kannst da hingehen, der und mal deine ganzen Arbeiten zeigen. Mhm. Und das habe ich auch gemacht. Und der sagte, hör auf mit der Oldenburg-Kolleg, fang sofort bei der Kunstschule da an, bei der Kunstakademie, vertu keine Zeit. Ja. Und hat mir noch ein paar Tipps gegeben, wie ich da so ein Bild aufbaue und meinte, ich sollte da an mich glauben und das machen. Ja, nun war das natürlich, ich war Legastheniker und hatte das immer nicht so richtig hingekriegt mit Lesen und Schreiben. Das ging irgendwie nicht. Dann war für mich ganz wichtig, dass ich erst das Abitur mache und dann gucke. Ja, durch Abitur, die Zeit, privat und was ich in der Gesellschaft getan hat, dann waren andere Dinge wichtig. Psychologie interessierte mich da auch sehr, Soziologie. Und dann nach dem Abitur dann hatte ich dann auch wieder eine Möglichkeit, in Braunschweig Kunst zu studieren. Und dann habe ich aber, weil ich mich auch nebenher für Psychologie beworben hatte, da einen Platz gekriegt. Da habe ich gesagt, na gut, okay, das kannst du denn nebenher machen. Und dann so, dass ich das dann lange Zeit nebenher gemacht habe. Ja. Und durch die ganzen Ausbildungen war es immer mehr, mal weniger. Und dann erst, ich ziemlich so Ende der 90er, da habe ich dann intensiv angefangen. Habe erst im Wohnzimmer dann mir aus dem Vertigo die obere Schublade genommen, dann Brett draufgelegt und da dann nach Musik, die war immer wichtig für mich, da gezeichnet und da was gemacht. Und das ging dann so weiter. Nachher war es nicht mehr tragbar, weil auf dem Teppich und so, da gab es dann Schimpfe, wenn dann nun das dann nicht. Also habe ich mir den Kellerraum freigeräumt und habe das dann da gemacht. Und das fing dann immer an, wurde immer mehr. Und zum Schluss haben Freunde gesagt, Mensch, irgendwie musst du das doch mal ausstellen, das sind so viele Sachen. Ja, und dann war die Auseinandersetzung, ja, wenn ich das mache, wenn ich die zeige, will ich die nur zeigen oder will ich dann auch
dazu stehen, dass die auch gekauft werden können, wenn es jemand gut findet. Ja, natürlich. Ja. Und das war natürlich erstmal eine ganz schwierige Sache, weil das wollte ich nicht hergeben und so. Und dann hatten wir aber auch frühe Beratung, wie man so eine Ausstellung dann konzipiert, weil das ist ja mit Hängung. Wichtig, ne? Ja, ja, das ist entscheidend. Und hatten dann auch frühen einen Helfer, den Nikolai, der uns jetzt immer zur Seite steht. Ganz wichtig. Und da wurden so die Themen angesprochen, wie macht man das überhaupt, wie plant man das, wie hängt man das. Und da ist dann so auch für mich dann klar geworden, okay, mit dieser Ausstellung bin ich jetzt auch Künstler. Das ist nicht mehr, was ich so umher mache, sondern das mache ich jetzt professionell. Das heißt ganz ernsthaft und so. Und von daher wurde es dann auch immer mehr und viele Ideen und auch viele Möglichkeiten gehabt. Und dann kam noch dazu, wenn man das nur so für sich macht, ist man nur Autodidakt. Das wollte ich auch nicht sein. Mit nochmal studieren, so, das war irgendwie, ging auch nicht mehr. Aber ich habe dann viele Kurse besucht und da waren einige, gerade die Jüngsten, waren da wichtig, oder die liegen schon ein paar Jahre zurück, aber die waren für mich wichtig. Einmal war das Venedig. Da war so eine Möglichkeit, kam jemand aus Österreich, der machte da immer Kurse und da habe ich jemanden getroffen, der selbst Künstler ist und Galerist. Und der hat die Bilder gesehen und hat gesagt, ich sollte mich mal bei der School of Visual Arts in New York bewerben. Ja. Die machen immer Summer Residency, die suchen die Leute aus, die dann nun in gewisser Weise gecoacht werden, wird nochmal geguckt, wie können sie sich noch weiterentwickeln, wie können wichtige Dinge, die sie noch wissen sollten, vermittelt werden. Ja, klar, und da hatte ich Glück, hab da auch eine Zusage gekriegt und dann hat jeder so einen kleinen Raum gekriegt, so ein kleines Atelier und konnte da dann malen und zum Schluss gab es dann eine Ausstellung mit den Werken, die da produziert wurden. Und das war wichtig, auch mit anderen Künstlern zusammenzukommen. Und da waren Jüngere und Ältere, aber auch viele, die Master of Arts hatten, also die schon richtig Künstler waren, aber die nochmal so ein bisschen neuen Wind bekommen wollten oder Anregungen. Ja, und das war eben, ging so, dass du da die Dozenten dann durchgingen und die Bilder besprachen. Man musste dann sich zu den Bildern äußern. Und dann gab es auch Gruppendiskussionen, dann ging man da von einem zum anderen und hat so die Gedanken dazu geäußert. Oder es wurde so Grundfragen, so die Grundfrage jedes Künstlers, ist ja der Zweifel. Ne? Ja. Ist das nur so? Oder ist es nicht so? Da gibt es keine Zweifel, aber das ist für mich nicht. Aber für viele, für viele ist es immer so. Seinen eigenen Werken. Da wurde klar, okay, das ist ja gut, das haben ja andere auch. Das ist so eine Grundfrage. Mhm. Und wie kann ich das schaffen, dass ich meine Arbeit auch validieren kann? Sagen, ja, das ist in Ordnung. Da ist so meine Richtschnur und eine Bestätigung und eine Sicherheit entwickeln. Und das war dann eine ganz tolle Erfahrung. Natürlich auch nochmal so da zur Uni zu gehen, weil das ist eine riesen Privatuni. Keith Haring hat da zum Beispiel studiert und hat da gemacht, das war dann so viel so tragend, dass ich auch von einer Dozentin hab gesagt, Mensch, mach doch, ich finde, kannst hier, guck mal, vielleicht hast du eine Möglichkeit, hier eine Ausstellung zu machen. Und dann haben wir gesagt, okay, und dann New York, Rook Place, da eine Ausstellung zu machen. Ich habe es wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, aber egal. Und das war natürlich toll, da so das zu machen da und das so zu sehen. Und sind auch einige Leute, wir kannten natürlich nicht zu viele, aber durch die Vernetzung und durch die New Yorker Künstler, die auch da waren, kamen dann da einige zusammen und es sind da auch sogar zwei Bilder verkauft worden. Das war natürlich, dass man für solche Sachen will, dass man Bestätigung. Das war nochmal und. Die letzte Bestätigung war eben von der European Culture Geschichte da, dass sie mich eingeladen haben, ob ich da nicht dran teilnehmen will. Und da muss man dann Sponsoren finden, die das unterstützen, um das dann dort hängen zu können. Und das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Wir waren dann auch da und haben da das angeguckt und auch mein Bild. Ich hatte ein großes Bild dort und da waren viele, die das begleitet haben, die Führung gemacht haben, die dann auch mehr wissen wollten über die Art der Arbeit und so. Und das war natürlich auch nochmal eine positive Rückmeldung. So. Und, was für eine Technik hast du? Willst du ganz kurz mal zu deinen Bildern was sagen zum Beispiel? Ja, die Technik, ja. Dieses Bild heißt auch 2, ne? Das ist
Gestalt. Ja, das ist eine neuere Serie, die habe ich im Anfang letzten Jahres angefangen. Ja, das waren sie. Also meine Technik ist ganz unterschiedlich. Angefangen habe ich mit Abdrücken, dass ich auf Papier verschiedene Gegenstände, und da habe ich mit Kaffee gearbeitet, Kaffee grundiert und die Gegenstände abgedruckt und mit verschiedenen Techniken dann verfeinert und ausgemalt. Ja. Das war so ein wichtiger Punkt. Das habe ich dann auch auf Leinwand übertragen. Und jetzt ist es so, dass ich bei denen male ich nass. Das heißt, ich habe erstmal, das kann ich vielleicht auch erzählen, ich habe so bestimmte Grundvariablen, wie ich das anlege, wenn ich kreativ bin. Also einmal ist da wenn für mich... Wenn du kreativ bist, bist du nicht immer kreativ. Doch, ja, also wenn ich jetzt, also kreativ meine ich, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt will ich... Das genau, für mich erstmal das, wenn ich, dann, ja, wenn ich also ein Bild herstellen will, sage ich mal, oder malen will, dann gibt es für mich verschiedene Variablen dabei. Das ist erstmal das Konzept, dass ich eine Überlegung habe, was will ich machen. Das kann eine ganz flüchtige Idee sein, dass ich nur sage, ich will jetzt auf der Leinwand, die ich kodiert habe oder nicht, will ich meinetwegen die und die Farbe von rechts nach links auf die Leinwand schleudern. Ne? Ja. Oder aber ich habe ganz ausgeformte Vorstellungen wie hier, da hatte ich ja bestimmte Konzepte, die ich vorher als Skizze angefertigt habe und die ich dann auf die Leinwand übertragen habe. Mit da oben, bei dem nicht, aber bei diesen hier und bei dem einen in der Mitte, da ist es auch so. Da war die Grundstruktur, die war vorher schon fertig. Also das war das Konzept, das übertrage ich dann. Aber jetzt die zweite Variable ist für mich die Emotion. Also ich muss auch in einer bestimmten Betriebstemperatur sein sozusagen, dass ich da anfangen kann. Wenn ich das nicht habe, kann ich viele Ideen haben und so, aber dann schaffe ich das nicht so zu beginnen und den ersten Strich zu machen oder so loszulegen. Das ist die Emotion. Als drittes kommt natürlich die Aktion. Dann muss ich den Pinsel nehmen und wieder raufschleudern, irgendwas machen. Aktion, und jetzt durch die Aktion und das andere spielt der Zufall aber eine große Rolle. Wie hier zum Beispiel, wenn man so sieht. Ich habe also das übertragen, diese Symbol, wie man es nennen will. Und dann stellt sich raus, nee, von dem kleinen Papier, das haut nicht so hin, ich muss da irgendwie Veränderungen vornehmen. Ja. Gut, das ist das eine. Das ist der Zufall. Und zum Schluss entsteht, wenn ich dann das draufgemalt habe, dann kommt nochmal wieder eine Aktion, nämlich dann, dass ich die Lackfarbe, die ich bestimmterweise dann auch modelliert habe, um die da zu gebrauchen, mit anderen Ingredienzien, auf die Leinwand bringe, dass wie die dann verläuft, das ist dann wieder mehr eine manuelle Sache, weil das ist ja eine nasse Leinwand, da kommt Acryl drauf und es verfließt dann. Und da muss ich genau gucken, dass es nicht über den Rand geht, und das ist so ein bisschen Technik, um zu sehen, dass es da bleibt, weil sonst kann die ganze Form, wenn es nass ist, die fließt dann runter und das ist nichts mehr da von dem. So, das ist die Struktur, und dann muss es trocknen, das ist sozusagen die zweite Phase. Erste Phase wäre zu überlegen, was ich machen will, waren die ersten Variablen. Dann die zweite Phase, das zu machen, zu trocknen, und dann kommt die kontemplative Phase eigentlich. Dann ist es getrocknet und ich gucke dann, wo muss ich noch was verändern, wo möchte ich da was hervorheben. Ja. Mal gucken, wo habe ich das hier, bei diesen Bildern, bei diesem auch, bei dem. Ja, doch, das sind auch. Das braucht eine Weile, ich muss das Bild lange angucken, um mit dem Kontakt aufzunehmen. Bei den anderen hier oben ist es noch deutlicher, weil die sind freier gestaltet als jetzt diese, weil ich da eine genaue Struktur vor Augen hatte. Das hat sich so entwickelt, das kann ich gleich nochmal sagen, wie das entstanden ist. Aber das wäre so bei denen. Und dann geht es wieder, wenn eine bestimmte Struktur da ist, dass ich wieder mir was Neues überlege in der Interaktion mit dem Bild und das wieder dann Aktionen da drauf mache und wieder Zufall und so. Und dann ist es wie so ein Gebäude, was dann wächst, und irgendwann habe ich das Gefühl, so, das Bild stimmt jetzt so, und dann ist Ende und aus. Ja, dann ist es so. Man kann das auch übermalen, also zu weit, dann hängt man an dem Bild und hat da Spaß dran, das anzugucken und da was zu machen. Aber da muss man auch sagen, so, jetzt ist gut. Ja, dann ist es beendet. Bei dem war das anders, da hatte ich nur Großen. Ja, bei dem Großen. Ja. Auch den Titel der Ausstellung. Bild, da. Genau, ja, das ist dieses Bild, ne? Das große Bild. Das ist ja 1,20 Meter groß, ist ja 1,20 Meter. Ja. Obwohl, hier wirkt es gar nicht so groß. Weil es natürlich schön gehängt ist. Ja, aber, ja, genau. Also da war es so, dass diese grün-blaue Struktur, dass die zuerst gezeichnet war, die hatte ich irgendwie, die ist mir so... Das ist ja, was man so sehen kann, die wie so Wurzeln wirken. Das war zuerst.
Und dann war sie im nächsten Gang, ich geguckt habe, wie kann man das jetzt weiter verfeinern und weiter aufbauen, dass ich dann, und da sieht man ja ganz so das Flash, bestimmte Farben auf dieses Bild geschleudert habe. Da kommt das immer noch so die. Orange-Rot, dies ja, zum Beispiel, das ist ja so richtig darauf gegangen. Mhm. Und auch wieder Verläufe da waren, dass da nasse Teile des Bildes waren, die mit Farbe getränkt waren und die sich dann da gesetzt haben. Und dann, wie das nun trocken wurde, dann kam eben ein langer Verlauf, das war gegenüber längere Zeit, eben das Bild anzugucken und genau, in Anführungsstrichen, Kontakt aufzunehmen und zu gucken, wo ist etwas, was ich herausarbeiten kann. Das meine ich mit Interaktion mit dem Bild. Natürlich, das Bild ist da still, das macht nichts. Aber das ist ja meine Projektion, dass ich gucke, was löst es in mir aus, was ich dann wiederum weitermalen kann und da verfeinere. Und das ging dann über einen längeren Prozess. Und dann ist es irgendwann auch, wo ich das Gefühl hatte, so, jetzt ist es stimmig, jetzt hat es eine gute Gestalt und dann war es zu Ende. Dann war es so. So, jetzt das allerletzte Mal. Deine Frau hat mir gestern die Geschichte von deinen Bildern jetzt auch auf Mauritius. Nee, also Malediven. Das war Malediven, ja. Willing Willi, die Insel. Deine Bilder in Malediven in einem Hotel, wo du für ein Hotelrestaurant in Auftrag gearbeitet hast. Ja, das war so, da war ich Artist in Residence in dem Hotel und der Hotelchef kam auf die Idee, von Palais to Palais, da sowas zu gestalten, hat mir eine Palais Liste geschickt. Ja, also genau. Also er hat da Fotos gemacht von verschiedenen Gerichten, die der Chefkoch da, Chef da machen sollte. Und ich sollte das malen. Die Gerichte sollte Die Gerichte malen. Und das war für mich, also Auftragsarbeiten hasse ich, muss ich sagen. Ja, weil dann so bin ich, ja, dann dachte ich, oh Gott, wie. Und das war jetzt so, was dabei rausgekommen ist. Ich war dann einigermaßen froh. Mhm. Jetzt habe ich sie wieder lange Zeit wieder gesehen, finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Ganz zufrieden eigentlich. Und dann kamen wir dahin, hatten da ganz viel Koffer. Das war erstmal schwierig, hat auch noch große Bilder mit, weil ich sollte denn da, wie gesagt, Artist in Residence sein und immer eine kleine Galerie da eröffnen, sodass dann die Gäste des Hotels da zu einer bestimmten Zeit hinkommen konnten, malen konnten oder irgendwas machen konnten, angucken konnten. Und dass ich bei bestimmten Feierlichkeiten wie Silvester da irgendwie was mache, da das, wo jeder was, und ich überlege so ein Bild, mit Grundstruktur gemalt und die konnten irgendwie Kleinigkeiten drauf malen. Zum Schluss habe ich das dann noch verfeinert und zusammengeführt und so. Gut, aber hier war das so, dann kamen wir also da an und dann kam der Chef auch und sagt, hier sind ja die Bilder und du sollst das kochen. Und er sagt, oh Gott, da war das natürlich wieder ein anderer und er sagt, wie soll ich das hinkriegen? Also das überhaupt nicht, sodass der nur geschockt war. Also erstmal war ich vorher geschockt, das nun so zu malen, wie der eine das mal konzipiert hatte und der andere das nun kochen sollte. Und dann haben wir gesagt, egal, wir hängen die Bilder da hin und mach, was du willst oder so, koch was hin, das ist nicht so. Also das war, aber das war eine Herausforderung, das so zu machen. Weil das dann vorgegeben war halt. Ja, es war vorgegeben. Du konntest nicht kreativ sein, du konntest nicht deine Ideen ausbringen. Genau, musst du da irgendwie richtig loslegen, das machen. Ne? Das war, aber sonst war es natürlich toll, war über Weihnachten, Silvester, da war schön warm. Hatten dann Bungalow und das waren zwei Bungalows eigentlich, wo wir geschlafen haben und das andere Bungalow, was eigentlich dieses Wohnzimmer war, das war dann die Galerie. Super. Und da hingen die Bilder und da konnte ich auch malen und da konnten die Gäste dann kommen und je nachdem, was sie wollten, wurden sie angeregt, konnten was machen oder konnten da sprechen und so. Und sonst, das war eine tolle Erfahrung. Dann. Ja, super. Ja, herzlichen Dank für dein Interview. Ja. Wie gesagt, das erste Mal ohne Gäste, unsere Vernissage, unsere Ausstellung. Ja. Die Ausstellung geht trotzdem bis Mitte Mai, vielleicht noch länger, wegen dieser aktuellen Situation leider. Aber natürlich kann man die Werke, Online-Galerie bei uns, Mrs. Kunstkantine, Mrs. Webseite oder natürlich mich anschreiben und dann kann man natürlich die Bilder auch online erwerben. Oder sich einfach mal anschauen, Termin machen. Ja, herzlich willkommen. Okay. Ich hoffe, wir machen das Beste danke. Draus, wie immer. Das machen wir, Und vielen Dank, dass du deine Bilder zu uns gebracht hast, die Mrs. Kunstkantine. Und dass ich sie auch herzlichen Dank. Okay. Dankeschön.